Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Am ersten Tag unseres Urlaubs machen wir uns auf, Lindau-Insel zu entdecken. Begleitet uns auf unserer Erkundungstour. Heute benutzen wir nur unsere Füße als Fortbewegungsmittel. Die Insel kann man auch ohne Bus oder Fahrrad erkunden. Es sind nur wenige Schritte von unserer Ferienwohnung bis in das Fußgängerzentrum, dem Bahnhof und den Hafen. Wir gehen zunächst zur Hafeneinfahrt, das wohl am meist fotografierteste Motiv von Lindau. Auch wir können uns dem Anblick nicht entziehen. Egal bei welchem Licht, es sieht immer wieder anziehend aus. Es ist das Erkennungszeichen von Lindau. Der Leuchtturm ist 33 Meter hoch und wer möchte, kann die 139 Stufen bis zur Aussichtsplattform hochsteigen. Nur ich konnte es nicht, da der Turm im August 2023 wegen Bauarbeiten geschlossen ist. Also deshalb keine Bilder vom Turminneren. Der Turm ist das südlichste Leuchtfeuer Deutschlands. Als Besonderheit ist die Uhr unterhalb der Aussichtsplattform zu nennen. Der Bayerische Löwe, der auf der gegenüberliegenden Seite des Leuchtturms steht, besteht aus Kalksandstein, ist 6 Meter hoch und wiegt rund 50 Tonnen. Er wurde in den Jahren 1853 bis 1856 erbaut. Die römischen Ziffern auf dem Sockeln des Monuments zeigen die Jahreszahl. Die Insel Lindau hat einen Umfang von ca. 33 Quadratkilometern. Sie hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die große Kreisstadt liegt im Regierungsbezirk Schwaben. 1803 bzw. 1806, da gehen die Zahlen auseinander, verlor sie ihren Status als freie Reichsstadt und kam zum Königreich Bayern. Mal gehörte sie zu Baden-Württemberg und mal zu Bayern. Heute ist sie bayerisch. In der Nähe von Kressbronn verläuft auf dieser Seeseite die Landesgrenze zwischen den beiden Ländern. Die Hafeneinfahrt müssen sich die Berufsschifffahrt mit den anderen Teilnehmern teilen. Uns bietet sich ein abwechslungsreiches Bild vom Hafengeschehen. Von den aufgestellten Parkbänken kann man dem lebhaften Treiben wunderbar zuschauen. Die großen Schiffe der Bodenseeschifffahrt bringen Gäste und wiederum andere Gäste wollen weiter. Es ist ein quirliges Treiben. Langweilig wird es nie. Die Gastronomie bietet am Seeufer nicht nur einen hervorragenden Blick auf Schiffe und flanierende Menschen, sondern halten auch Speisen und Getränke für die Gäste bereit. Altehrwürdige Gebäude rahmen den Hafenbereich würdevoll ein. Straßenmusiker der verschiedensten Nationalitäten versuchen mit ihren musikalischen Darbietungen die Aufmerksamkeit zu erlangen, in der Hoffnung, dass doch der ein oder andere Obolus für sie abfällt. Kreativkünstler stellen ihre Arbeiten auf der Promenade aus, ebenfalls in der Hoffnung, ein paar Euros zu verdienen. Neben den Schiffen bringen Bahn und Busse neue Besucher nach Lindau. Dementsprechend ist die Uferpromenade stark frequentiert. An der Uferseite steht der 20 Meter hohe Mangenturm. Er ist ein Steinbau aus dem 12. Jahrhundert und war damals Leuchtturm und Endpunkt der Stadtmauer. 91 Stufen führen auf die oberen Aussichtspunkte. Die Schießscharten an der Außenmauer sind noch vorhanden. Der Rapunzelzopf, der an dem Turm herabhängt, passt gut zu der Vergangenheit. Auf dem Weg zur Hafenmauer und dem Löwen wird wahrscheinlich nur dem wenigsten der Hinweis auf den geodätischen Referenzpunkt aufgefallen sein. Der zentimetergenaue Kontrollpunkt dient zur Überprüfung von Navigationssatellitenempfängern. Die Römerschanze, die ebenfalls auf dem Weg zur Hafenmauer liegt, ist sehenswert. Früher war dies eine eigenständige Insel. Mit der Aufschüttung wurde sie mit der Insel Lindau verbunden. Die Parkanlage lädt zum Verweilen ein. Das Freibad im Bodensee liegt direkt zu Füßen dieses Punktes.
Der Bodensee wird von drei Staaten, nämlich Schweiz, Deutschland und Österreich, sowie vier Ländern umrahmt. Auf deutscher Seite teilen sich Baden-Württemberg und Bayern den See. Der Bodensee misst eine Länge von 63 Kilometern, ist 14 Kilometer breit und über 250 Meter tief. Wenn man den See umrunden will, muss man ca. 260 Kilometer hinter sich lassen. Der See ist glasklar. Die Reinheit des Sees bereitet allerdings den Fischern Probleme, da die Fische, vornehmlich die bekannten Bodenseefällchen, Schwierigkeiten haben, Nahrung zu finden. Der Alpenhintergrund wird von vielen auch als das Paradies der Region bezeichnet. Über 20 verschiedene Stadtwerke und Trinkwasserverbände holen sich das Wasser aus dem See, um es als Trinkwasser aufzubereiten. Damit können ca. 180 Gemeinden bzw. 4 Millionen Einwohner mit Trinkwasser aus dem Bodensee versorgt werden. Wir gehen jetzt zurück Richtung Altstadt, vorbei an den zur Rast einladenden Gartenlokalen. Direkt in Hafennähe ist das Büro des Hafenmeisters. Er sorgt für einen geordneten Ablauf im Hafen. Einen Kritikpunkt muss ich dennoch an dieser Stelle loswerden. Die Sauberkeit im Hafenbecken und den Liegeplätzen der Segelschiffe und Motorjachten irritiert mich. Dicke Baumstämme und Schmutz trüben das Bild, zumal an dieser Stelle viele Touristen im Bereich passieren. Für mich sieht es nicht so aus, dass die Verunreinigungen gerade erst entstanden sind. Vielleicht könnte man hier mal für Abhilfe sorgen. Auf dem Weg zur Altstadt kommen wir auch an dem Lindavia-Brunnen vorbei. Lindavia ist übrigens der Ursprungsname der Stadt und stammt noch aus römischer Zeit. Die Bronzefigur ist die weibliche Verkörperung Lindaus. Der Lindenzweig in ihrer Hand verkörpert den Schutz der Stadt. Die ringsherum angebrachten Figuren stellen die Schifffahrt, Fischerei, Garten und Wein sowie den Ackerbau dar. In der Nähe des Brunnens befindet sich die Rückseite des alten Rathauses. Dort ist die ehemals reichsstädtische Bibliothek untergebracht. Ein Besuch ist empfehlenswert. Auf die Vorderseite werden wir noch näher eingehen, wenn wir durch die Fußgängerzone gehen. Das Stadttheater liegt ebenfalls in der Nähe. Es ist äußerlich ein unscheinbares Gebäude. Früher war es eine Klosterkirche, die Barfüßerkirche aus dem 13. Jahrhundert, die zum Theater umgebaut wurde und heute 700 Plätze bereithält. Bedeutende Künstler geben sich hier ein Stelldichein. Ein Hinweis für Besucher von Lindau. Lindau mit seiner historischen Altstadt, den malerischen Gassen und engen Straßen hat südländischen Charme. Es gibt unglaublich viel zu entdecken. Auf einen Blick nach oben zu den Giebeln der Häuser sollte man aber nicht verzichten. Es gibt viel Interessantes zu sehen. Wir haben uns Zeit genommen und es nicht bereut. Aber es gibt ein kleines Aber. Ihr müsst euch beim Stadtgang darauf einstellen, dass die Straßen, Wege und Gassen noch mit Kopfsteinpflaster ausgestattet sind und es für gehandicapte Menschen gegebenenfalls eine Einschränkung bedeuten kann. Dies nur zur Info. Die Maximilianstraße ist schlichtweg die Fußgängerzone mit vielen Geschäften und einer großen Anzahl an gastronomischen Betrieben. Es lohnt sich, dort einen Halt einzulegen und die Zeit zu genießen. Vergesst aber dabei bitte auch nicht, die reizvollen Neben- und Parallelstraßen zu besuchen. Dort ist das Angebot nicht geringer. Auffallend sind die Hausmalereien, die kunstvoll gestalteten Aushängeschilder sowie die Dachgärten. Auch wir haben uns von dem Charme der Altstadt verzaubern lassen. Am Abend genießen wir im Freien eine gut schmeckende Mahlzeit.
Das alte Rathaus mit seiner bunt bemalten Fassade wurde von 1422 bis 1436 erbaut. Die Malerei nimmt sich der Geschichte Lindaus an. Die Freitreppe endet in einem Erker. Die Glocken an der Spitze tragen die Jahreszahl 1617. Die Uhr an der Frontseite fügt sich harmonisch in das Gesamtensemble ein. Die Räumlichkeiten können leider nicht besichtigt werden. Das Glockenspiel ist Anziehungspunkt für die Besucher. Zweimal täglich spielt das 2003 installierte Glockenspiel seine Melodien. Seit 2015 ist das Gebäude ein Wohn- und Geschäftshaus. Das sogenannte Neue Rathaus, welches zur Erweiterung diente, wurde ab 1706 gebaut und diente erst 100 Jahre später als Rathaus. Wir gehen jetzt weiter Richtung Marktplatz, wo die beiden Kirchen, der Neptunbrunnen, der 1840 fertiggestellt wurde und gleichzeitig der größte Brunnen in Lindau ist, sowie das Stadtmuseum liegt. Das Museum ist zum Zeitpunkt unseres Besuchs wegen Bauarbeiten eingerüstet. Auch wenn man nicht religiös ist, sollte man sich die beiden direkt nebeneinander stehenden Kirchen einmal ansehen. Vom Marktplatz aus gesehen ist das Münster, rechte Seite, eine katholische Kirche. Sie heißt Unserer lieben Frau. Die Malereien im Inneren zeugen von der Kunstfertigkeit der Maler. Die linke Kirche, St. Stephan, ist eine evangelische Kirche und äußerst schlicht gehalten. Sie ist aber älter als die katholische Kirche. Die darin befindliche Orgel ist über 200 Jahre alt. Neben dem Eingang dieser Kirche steht eine ca. 4 Tonnen schwere Glocke, die während des Zweiten Weltkrieges abstürzte. Sie ist ein beliebtes Fotomotiv. Sie soll auch gleichzeitig eine Mahnung gegen den Krieg sein. An der Schmiedgasse, direkt neben der evangelischen Kirche, befindet sich heute ein Alten- und Pflegeheim. Die freigelegten Mauerreste zeugen von der historischen Bedeutung dieses Gebäudes. Jetzt lenke ich eure Aufmerksamkeit auf eine zunächst unscheinbare kleine Gasse. Es ist das Kaffeegässle. Geht durch die Gasse und ihr kommt zu Deutschlands südlichster Kaffeerösterei. Im Verlauf dieser Gasse kommt ihr nach dem Durchschreiten des Torbogens zur Inselhalle und dem kleinen See. Am Seerand stehend sehen wir auf der linken Seite die Eisenbahnstrecke und rechter Hand liegt die Seebrücke, die die Insel mit dem Festland verbindet. Wir gehen nach rechts und erreichen den Stadtgarten mit seinen gepflegten Anlagen. Mediterranes Flair umgibt diesen Bereich. Die Palmen, Bananenstauden tragen zum Wohlbefinden bei. Im Stadtgarten wird auch mit einem Denkmal an die Gefallenen der Kriege erinnert. Wer Lust auf ein klein wenig mehr Nervenkitzel und Zockerfeeling verspürt, überquert die Straße und versucht sein Glück in der neu erbauten Spielbank von Lindau. Die Lage direkt am Schwäbischen Meer soll die Gäste dazu bewegen, sprichwörtlich den Anker zu werfen und sein Glück zu versuchen. Es soll Fälle geben, in denen es auch geklappt hat. Da unser Geldbeutel nicht so gut gefüllt ist, begnügen wir uns mit einem anderen Genuss, diesmal für den Gaumen, in der nahegelegenen Eisdiele. Auf der anderen Straßenseite, direkt am Kreisverkehr, stehen die Überreste der ältesten Stadtmauer. Das ist die Heidenmauer.
Um auf die höchste Erhebung der Insel, immerhin 35 Meter hoch zu kommen, müssen wir an das andere Ende der Insel gehen oder, wer nicht laufen kann oder will, mit dem Bus fahren. Dort liegt der Diebsturm. Er stammt aus dem Jahre 1380 und ist Teil der älteren Stadtmauer. Er diente zunächst als Wachturm, später als Gefängnis. Direkt im Anschluss lag die Glockengießerei. Heute ist dort ein Künstleratelier untergebracht. Die Peterskirche, die sich daran anschließt, zählt zu den ältesten Bauwerken im Bodenseeraum. Kennt ihr Wissenspylone? Wenn nicht, schaut sie euch mit uns gemeinsam an. Dort werden die naturwissenschaftlichen Phänomene erklärt und die Forscher genannt, die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Insgesamt sind es 18 Stationen, die über die Insel verteilt aufgestellt sind. Zum Abschluss dieses Videos zeigen wir euch noch ein paar Impressionen aus Lindau-Insel. Wir hoffen, dass sie euch gefallen. Vielleicht habt ihr durch dieses Video Lust bekommen, Lindau mal persönlich zu besuchen und die euch fehlenden Punkte aufzusuchen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Danke, dass ihr es bis zum Ende angeschaut habt. Wenn ihr Tipps oder Anregungen habt, so schreibt es bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal grüßt euch Wilfried on Tour.